Yo, Freunde, herzlich willkommen beim neuen Part Let's Get a Platin Assassin's Creed 4 Black Flag. Und das ist mein allererstes Video 2014. Also, Freunde, ich hoffe, ihr habt einen guten Rutsch gehabt ins neue Jahr und wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Erstmal rumgeböllert und rumgeparty gemacht, ja klar, ne, mit meiner Familie. Wie ihr hören könnt, ich bin auch komplett nüchtern, also ich habe nicht getrunken, ich trinke hier nur bei Assassin's Creed 4. Nur da betrinke ich mich, um eine Trophäe zu ergattern, also alles in Ordnung bei mir noch. Und bei uns war einfach nichts los und ich hätte auch keinen Bock jetzt noch irgendwo hinzufahren und wieder rückzufahren und keine Ahnung was, deswegen habe ich einfach gemacht, dieses Jahr feierst du mal daheim mit deiner Familie. Ist ja auch mal in Ordnung, kann man ja auch mal machen. Und jetzt kann ich hier weitermachen. Schweig! Die Statue in diesem Tempel. War das der Mann, den ihr in Havanna saht? Aus dem Gesicht geschnitten. Dann wurde ein weiterer Weiser gefunden. Der Wettlauf um das Observatorium beginnt von Neuem. Flüstern wir deshalb? Das ist nur eure Schuld, Captain Canway. Die Karten, die ihr den Templern verkauft habt, führten sie direkt zu uns. Und nun wissen die Agenten zweier Reiche, wo genau wir operieren. Überlass das mir, Mentor. Sie haben auch Edwards Crew gefangen. Ich frage mich, was ihm ihre Leben wert sind. Nimm dies. Erregt keine Aufmerksamkeit und kostet weniger Leben. Blasrohr. Das Blasrohr ist ein Effekt. Eine effektive lautlose Fernwaffe, die mit Schlaf- oder Berserker-Pfeilen ausgerüstet werden kann. Sie können die Pfeile in Gemischwarenhände kaufen oder aus dem Inventar herstellen. Schlafpfeile versetzen ihren Gegner für einige Augenblicke in Schlaf. Rüsten sie mit Steuerkreuz links, Steuerkreuz rechts aus, zielen sie mit L1 und schießen sie mit R1. Dreieck drücken, um hervorgebenden Gegner zu schießen. Fortsetzen. Jetzt kannst du dein Blasrohr ausprobieren. Schnell! Leise und effektiv, nicht? So, ich verstehe. So. Verdammt, jetzt habe ich die optionale Ziele nicht gesehen. Was waren die? Wachen mit Schlafpfeilen betäuben. Mit Berserkerpfeilen auf Wachen schießen. Okay. Dann steht auch einer. Hast du den Tempel gesehen? Ziemlich groß. Ei, frag mich, ob er voller Gold und Jade ist. Verdammt, ich keine Pfeile mehr kriegen, kann ich auch wieder Pfeile nehmen. Ein Schütze. Tatsächlich. Aha. Okay, wie komme ich jetzt an den... Ich glaube, ich habe gefailt, Freunde. So. Jetzt kann ich doch... ich muss warten, bis der Typ da wieder weg ist. Kann ich das nochmal ausrüsten? Das sind die Berserker-Pfeile. Oder? Hä?
oben. Verdammt. Muss ich hätte an den irgendwie noch drankommen? Komme ich an den dran? Von hier oder was? Hat er sich jetzt erschossen? Ja, tatsächlich. Nice. Gefangene befreien. Schlafheile. Da unten sind wieder welche. Da sind die Schlafpfeile. Eins. Zwei. Drei. Zwei. So. Angestellter des Monats. Neue Trophäe bekommen. Sehr cool. Die Soldaten kamen mit diesem Sklavenhändler. Lawrence Prinz persönlich. Da oben ist noch irgendwo einer. Habe ich jetzt eigentlich schon die Dings bekommen? Ne, zwei Stück muss ich noch betäuben. Ui, das war knapp. Gerade noch so getroffen. So. Alles klar. Pest und Cholera, wenn uns das nochmal passiert. Was ist das eigentlich für ein Symbol hier? Was ist das für ein Symbol? Werde ich wahrscheinlich später vielleicht mal erfahren. Jetzt muss ich erstmal hier gucken. Kann ich mich synchronisieren? Wenn ich das richtig verstanden habe. Hier. So, synchronisieren. Episch! 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 Gut. Haben wir es auch geklärt? Todessprung. So, zack. Fragment erhalten. Sehr schön. Alles klar. Na cool, mein Assassinen helfen mir. Bleib stehen, mein Freund. Da oben ist auch noch irgendwo ein Schütze. Der ist wahrscheinlich in dem Haus da. So. Können nicht unter Menschen leben, oder? Kein christliches Leben führen. Deshalb kommt sie her. Hol sie die Pest, dieses Sklaventreiber. So. Da hinten latscht einer rum, da ist ein Schütze. Da mache ich Berserk-Pfeil, schieße ich auf den, wenn es reicht. Reicht die Reichweite? Nee, alles klar. Du heiliger Brotkorb. So. Der lebt ja noch. Lol. Der war ja noch am Leben. So. Zack. Zack.
Berserker-Pfeile. Zack. So. Ja, ich hab dich gesehen. Da oben, den schieße ich auch mal mit dem Berserker-Pfeil ab, dann schießt er sich wieder. Da unten ist wieder so jemand, den schläfere ich ein. Umgehauen und los. So, cool. So. Zack. Zack. Und zack. So. Wenn ihr doch nur wüsstet, was euch bevorsteht. Eins. Ihr würdet einpacken und wegrennen. Zwei. Der andere. Da. Drei. So. Hier. Und dort. Vielen Dank, Bruder. Danke sehr. Ich habe ja gar keine Dings bekommen. Ja, Munition plündern, dann mach auch. Gut. Kugelfeil, einen nicht bekommen. Schlafpfeil. Verdammt, krieg ich doch nicht von allen wieder was. Guck ich mal hier oben. Okay. Du hast nichts gesehen. Komm her, Freundchen. Viele hier gerade. Wie stelle ich das jetzt hier am besten an? Müssen wir hier rumschleichen? Jetzt kann ich den hier pfeifen. Zum Einschlafen bringe. Vielleicht gehen die anderen auf den. Nein, nicht da hoch. Nicht da hoch, nicht da hoch. Dahin. Komm schon, mach hin, ey. Oh. Ne, gut, das ist ein Schütze. Verdammt. Das war leicht gefällt jetzt. Muss ich mit denen da hinten noch schnell krallen, bevor der wieder aufsteht. So. Schlafpfeile. Jetzt habe ich übrigens wieder mal ein bisschen... Wer ist da? Siehst du diesen räudigen Hund? Ein Sklavenhändler namens Laurenz Prinz. Er lebt wie ein König auf Jamaika. Der Bastard ist seit Jahren ein Ziel. Verdammt, fast hatten wir ihn.
Bei Gott, dein Orden ist ein fröhlicher Haufen, hm? Gerunzelte Stirn und finstere Blicke. Captain Kenway, ihr habt besondere Talente. Danke, Freund. So bin ich halt. Ihr seid grob und arrogant. Stolziert herum in einer Uniform, die ihr nicht verdient. Alles ist erlaubt. Ist das nicht euer Motto? Ich spreche euch von euren Fehlern in Havana frei. Jedoch seid ihr nicht willkommen hier. Schade, Mann. Wünscht es, wenn nicht so. Lustigen Haufen Freunde hast du da. Du verdienst Strenge, Edward. Stolzierst herum wie einer von uns und bringst unserer Sache Schande. Und was ist das? Eure Sache? Einfach gesagt, wir töten Menschen. Templer und deren Kumpane. Sie wollen alle Reiche auf der Welt kontrollieren. Und alles im Namen von Frieden und Ordnung. Klingt wie Ducasses letzte Worte. Siehst du? Eigentlich geht es um Macht. Darum, Menschen zu beherrschen. Unsere Freiheit zu rauben. Noch eine Botschaft von einem deiner Freunde? Hi. Ich zeig's dir. Cruise. Was? Assassinenauftrag, 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 alles klar. Mission beendet. Überrannt und überwältigt. Das hat mir ziemlich Spaß gemacht, deswegen kriegen die mal hier von mir einen. Gefällt mir sehr gut. Feedback. Und weiter geht's. So. Ich weiß, dass dich unser Credo nicht beeindruckt. Würde dich der Anblick von Geld etwas aufgeschlossener machen? Wie immer. Dann übernimm diese Aufträge in der Karibik für uns und wir bezahlen dich. So einfach ist das. Animus-Fragment. Hier war doch noch irgendwo ein Fragment hier. Keine Entschuldigung. War das jetzt Sequenz 4 beenden? Weil das Sequenz 4 Zeichen war. Ich muss über den Baumstumpf hier mich fortbewegen. Dafür müsste ich das erstmal schaffen, Freunde. Jetzt gucken wir hier nochmal um. So, ich muss doch da drauf. Sehe ich doch richtig so. So, jetzt. Fragment. Okay. Guck ich jetzt mal hoch. Dann guck ich mal hier. Interagieren. Nun folge mir. Es gibt noch ein letztes Geheimnis. Wie lange bist du schon bei den Assassinen? Hä? Ein paar Jahre. Ich traf Atabai in Spanish Town und irgendwas in ihm weckte mein Vertrauen. Eine Art von Weisheit. Ist das alles seine Idee? Sein Clan? Gar nicht. Assassinen und Templer kämpfen schon seit tausenden von Jahren. In der ganzen Welt. Sie an. In dieser neuen Welt hatten selbst eine Philosophie wie unser Credo. Von Anbeginn an. Und als die Europäer kamen, haben unsere Gruppen sich vermischt. Kulturen, Religionen und Sprachen trennen die Völker. Doch es gibt etwas im Credo der Assassinen, das Grenzen überschreitet. Die Liebe für das Leben und die Freiheit. Klingt ein bisschen wie Nassau. Was? Aber nicht ganz. Ach so, das war das Symbol. Nimm diesen Stein, den du bei der Maya-Stele entdeckt. Nummer 1. Nur ein paar Dutzend mehr und das war's. Und was springt für mich dabei raus? Respekt für den Anfang. Von den Männern und Frauen, die wegen dir in Gefahr sind. Und falls das nicht genügt, gibt es einen Schatz hinter der Tür. Er ist viele Jahrhunderte alt. Ich schätze, wenn du dir Mühe gibst,
und auch noch den letzten davon findest, wird es sich schon lohnen. Du segelst zurück nach Nassau? Wenn ich dort einen Auftrag habe, ei. Doch mein Zuhause ist nun hier. Krass. Ich dachte immer, dies wäre auch eine Piratin. Das heißt auch, das wäre eine Piratin, dachte ich eigentlich immer. So spielt das Leben wohl manchmal. Es steckt voller Überraschungen, Freunde. Gott. Dann trudel ich da jetzt mal hin zu dem gelben Ausrufezeichen. Kann ich hier noch irgendwie interagieren? Die kann ich mal erbeuten. So. Da ist noch ein Synchronisationspunkt. Da kann ich synchronisieren. Oh oh. Was hat's denn damit auf sich? Ist das ein Tier, was mich angreifen kann? Oh. Ja, es kann mich angreifen. Hui. Okay, es kann mich wirklich angreifen. Jaguar-Pelz. Da unten. Noch alles so finden, Freunde. Gesundheitsupgrade kann erfolgt werden. Warte, gut, das war richtig. Herstellungen. Pistolenholster. Gesundheitsupgrade. Was gibt's denn noch alles? Oh ja. Au ja, Freunde. Au ja, Freunde. Lebensenergie wieder gestiegen. Ich möchte aber gucken, wie ich da hochkomme. Zu dem Synchroni... Was war das? Macht nicht Start. Select muss ich drücken für die Cut. Der ist ganz da hinten irgendwo. Komme ich vielleicht... Wo ist eigentlich das Ausrufezeichen? Ach, das ist da hinten. Ach du heiliger Brotkopf, Freunde. Gut, dann... ich wollte eigentlich da jetzt erst noch hin. Dann wollte ich einen Cut machen, aber... Das hat sich wohl auch erledigt. Dann erkunde ich hier nochmal kurz. Und dann segeln wir im nächsten Part dahin, würde ich sagen, oder? Lade ich erstmal durch den Dschungel... Da kann ich doch synchronisieren. Da oben. Aha. Klettern konnte ich gerade machen. So. Nein, 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 Freundchen. Eben wieder klettern. So. Einfach mal irgendwelche Knöpfe hier drücken. Wird schon irgendwas Gutes dabei sein. So. Synchronisieren. Episch! 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 So. Und dann Todessprung ins Wasser. Moment mal. Alles klaro, Caro. Alles Klärchen vom Karlchen. So, jetzt guck ich mal, ob ich, vielleicht kann ich hier das Bild, die Nussschale hier borgen. Zurück zum Schiff. So, haben wir es doch. Freunde. Ja, juhei. Was ist das hier für ein Zeichen? Karibisches Meer, so, das ist dann quasi so eine. Aha. Krokodil. Das sind diese Äffchen. Brüllaffe. Und da unten war ein Jaguar.
Da unten war noch Zeug. Naja, jetzt kann ich denn da wohl schnell Reise irgendwann machen. Aber Freunde, die freuen sich schon, mich zu sehen. Das heißt, ich muss einen Cut machen und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Part. Wenn es wieder heißt, let's get a Platin Assassin's Creed 4 Black Flag. Euer Nieren ist out. Yes, sir.